Herr Präsident, sehr geehrte Herren Botschafter, meine sehr geehrten Damen und Herren, ursprünglich wollte ich diese Veranstaltung mit einem schlichten Aussagesatz eröffnen. Im Juli 2013 wird Kroatien als 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union beitreten. Punkt. Ich denke und hoffe immer noch, dass das der Fall sein wird. Aber wir haben inzwischen gelernt, dass das nicht unumstritten ist. Und auch darüber werden wir heute Abend im Licht des jüngsten Monitoringberichts der Europäischen Kommission über den Stand der kroatischen Beitrittsvorbereitungen sprechen. Ich habe trotz aller kritischen Anmerkungen aus diesem Bericht herausgelesen, dass Kroatien im Prinzip auf einem guten Weg ist, mit einigen offenen Hausaufgaben, die noch zu erledigen sind. Das stimmt auch mit unserer eigenen Einschätzung überein. Sie wissen vielleicht, dass wir seit vielen Jahren in Zagreb mit einem Büro der Stiftung vertreten sind. Das Land hat in den letzten 15 Jahren eine sehr bemerkenswerte politische Wandlung vollzogen. Vom nationalistisch überhitzten, vom Krieg gezeichneten Nachfolgestaat Jugoslawiens zum Vorreiter der EU-Integration des Westbalkans. Und wer könnte mehr für diese Entwicklung stehen als der Staatspräsident Kroatiens in den Jahren 2000 bis 2010? Ich freue mich sehr, Sie, Herrn Mesic, heute Abend hier in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Sie sind, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, ein historischer Akteur und zugleich Symbolfigur für die positive Entwicklung des Landes in den letzten Jahren. Sie waren der letzte Präsident Jugoslawiens, als diese multiethnische Republik an ihren inneren Widersprüchen zerbrach. Das wachsende nationale Selbstbewusstsein in den jugoslawischen Teilrepubliken kollidierte mit einem anschwellenden serbischen Nationalismus. Es folgten die katastrophalen Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, die tiefe Wunden hinterlassen haben. Sie sind noch lange nicht verheilt. Es dauerte lange, zu lange, bis sich die Europäer im Schlepptau der USA dazu aufrafften, diesem Gemetzel ein Ende zu bereiten. 9 Jahre später haben Sie, Herr Präsident, die Tür zur Integration Kroatiens in die europäische Gemeinschaft aufgestoßen. Als neuer Staatspräsident, der mit der Tudjman-Ära brach und das Land auf den steinigen Weg demokratischer Reform, der Aussöhnung mit den Nachbarn und der Übernahme europäischer Rechten und Pflichten führte. Ihre erste Auslandsreise als Präsident führte Sie seinerzeit nach Bosnien-Herzegowina, wo Sie von Tausenden an den Straßen begeistert begrüßt wurden. Sie sind auch heute für uns ein wichtiger Ratgeber zu der Frage, welche Auswirkungen der kroatische EU-Beitritt auf den westlichen Balkan insgesamt haben wird. Hat der Zug zur europäischen Integration des Westbalkans genügend Schwung, um die lange Reise über Zagreb, Belgrad, Sarajevo, Podgorica, Skopje, Pristina bis nach Tirana zu schaffen? Oder sollte er in Zagreb etwa schon an die Endstation gekommen sein? Dass der kroatische Beitritt noch in letzter Minute scheitern könnte oder auf die ganz lange Bank geschoben wird, wollen wir uns lieber erst gar nicht ausmalen. Die politischen und psychologischen Folgen wären verheerend, der Vertrauensverlust in die Europäische Union vermutlich irreparabel. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich plädiere hier nicht für eine Aufweichung der Kopenhagener Kriterien, für einen Beitritt zur EU. In den Kernfragen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bekämpfung der Korruption und einer funktionierenden Marktwirtschaft kann es keinen Rabatt geben. Aber umgekehrt gilt auch, wenn ein Staat diese Kriterien am Ende eines langen Weges erfüllt, muss die Europäische Union zu ihrer Zusage stehen, dass alle demokratischen Länder Europas Mitglied der Gemeinschaft werden können und sollen. Es geht um eine wechselseitige Verpflichtung.
Gehen wir also davon aus, dass Kroatien im kommenden Jahr das 28. Mitglied der Union wird. Wie geht es dann weiter? Angenommen, die Konsolidierung und Integration Bosnien-Herzegowinas würde scheitern. Wäre es nicht eine üble Ironie der Geschichte, wenn das Friedensprojekt Europäische Union dazu führt, dass an der fast 1000 Kilometer langen Grenze zu Bosnien-Herzegowina kroatische Grenzer dauerhaft die Außengrenze der EU bewachen? Wird der kroatische Beitritt Serbien ermutigen, aus seiner trotzigen Selbstisolation herauszukommen, sich politisch und wirtschaftlich zu reformieren und den Annäherungsprozess an die europäische Gemeinschaft voranzutreiben? Umgekehrt muss man hoffen, dass in der Europäischen Union nicht die Kräfte die Oberhand gewinnen, die den Ausschluss Griechenlands statt den Einschluss Serbiens fordern. Wir setzen darauf, dass Kroatien mit seinem Beitritt zum Anwalt eines erneuerten europäischen Engagements wird und eine aktive Rolle als Brückenbauer in der Region spielt. Meine Damen und Herren, wir sind vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Gemeinschaft an dem Punkt, an dem die Sache auch schiefgehen kann. Umso dringender ist eine weitblickende Nachbarschafts- und Integrationspolitik, damit der kroatische Beitritt für das Land selbst, für seine Nachbarn und für die Europäische Union ein lang anhaltender Grund zur Freude wird. Auch wenn diese Veranstaltung sich auf den Westbalkan konzentriert, geht es dabei um Themen, die über die Region hinaus relevant sind. Es ist offenkundig, dass die Dynamik der europäischen Nachbarschaftspolitik stark gelitten hat. Erweiterungsmüdigkeit breitet sich aus. Die Stimmen werden lauter, dass Vertiefung und Erweiterung nicht mehr auf einen Nenner zu bringen sind. Für uns macht diese Alternative keinen Sinn. Wir sind sehr für eine vertiefte politische Integration der EU. Aber die innere Konsolidierung darf nicht den Charakter einer Festung annehmen, die sich gegenüber dem Rest Europas abschließt. Das betrifft auch ganz aktuell die Debatte um die Aufhebung der Visafreiheit für Serbien und Mazedonien, die von einigen europäischen Innenministern angestoßen wurde. Das wäre ein fatales Signal an die Bürgerinnen und Bürger der Region, gerade an die jungen Leute, die sich als Europäerinnen fühlen und zu Europa gehören wollen. Die Schotten dicht zu machen, ist auch keine Antwort auf das soziale Elend der Roma in Südosteuropa. Wahrscheinlich brauchen wir künftig differenzierte Stufen der Integration, die anschlussfähig für neue Mitglieder sind. Eine EU mit 28, 30 und später vielleicht 35 Mitgliedern braucht eine variablere Architektur als eine kleine Gemeinschaft relativ homogener Länder. Aber die Perspektive des gemeinsamen europäischen Hauses darf nicht aufgegeben werden. Es gibt keinen wirkungsvolleren Hebel zur Beförderung von Rechtsstaatlichkeit und institutioneller Modernisierung als den Beitrittsprozess. Das setzt freilich voraus, dass die Mehrheit der Zivilgesellschaft und der Führungseliten diese Integration auch wollen und bereit sind, die dafür notwendigen Veränderungen anzugehen. Es braucht Hartnäckigkeit und einen langen Atem, um in der Europäischen Union wie in der Region den Boden für die europäische Integration des Westbalkans zu bereiten. An diesem historischen Projekt werden wir uns auch künftig beteiligen und diesem Ziel soll auch die Tagung dienen, die wir heute Abend beginnen. Genug der Vorrede, vielen Dank für Ihr Interesse und es ist mir jetzt eine große Ehre, Präsident Mesic ums Wort zu bitten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Füchs, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit habe, dass ich hier meine Überlegungen vortragen kann über das Thema der Folgen des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union auf die Länder in der Region selbst. Ich freue mich insbesondere, dass hier ein
Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, diese Diskussion organisiert hat in Deutschland. Denn Deutschland war ja immer und ist bis ans Ende immer eigentlich ein fester Befürworter des Beitritts Kroatiens zum Vereinigten Europa gewesen. Auch kritische Töne aus Berlin habe ich immer auch gesehen, eigentlich als Anreiz, dass wir mehr noch machen und alles noch schneller machen. Ich möchte noch etwas Persönliches hinzufügen. Ich freue mich, dass ich bereits heute Abend dieses Thema hier ansprechen kann vor Ihnen und auch auf Ihre Fragen natürlich im Anschluss antworten kann. Denn der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union war ja immer prioritäres Ziel, politisches Ziel Kroatiens während beider Amtszeiten, meiner Amtszeiten als Präsident Kroatiens. Wir befinden uns jetzt an der Schwelle zu diesem Ziel, obwohl ich doch einige letzte Hindernisse noch sehe, wenn es um die Ratifizierung des Beitrittsvertrags geht bis Juli nächsten Jahr. Ich hoffe auch wirklich darauf, dass und hoffe auch ehrlich darauf, dass alles auch so verlaufen wird, wie es auch geplant ist. Aber ich möchte doch ganz klar zwei Dinge hervorheben. Der Sinn und auch der Zweck eines eigenständigen kroatischen Staates bestand nicht darin, dass wir uns dauerhaft von unseren Nachbarstaaten trennen, sondern es ging um die Selbstbestimmung des kroatischen Volkes. Das ist natürlich ein großes Ziel, keine Frage, aber das ist natürlich das Erste. Aber zweitens, Sinn und Zweck des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union ist nicht, darf nicht und wird auch nicht die Flucht aus dieser Region, das ist im sogenannten Westbalkan, bedeuten, sondern damit wird die Tür geöffnet, auch für die anderen Länder der südosteuropäischen Region, diesen Weg zu beschreiten, an dessen Ende wir bald gelangt sein werden. Das heißt, es wäre illusorisch, ja, es wäre sogar schädlich, nicht nur für die Region, sondern für ganz Europa, wenn man den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union in irgendeiner Form sehen würde als ein Abschied vom Westbalkan. Wir gehen nicht weg. Wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben dort, wo wir eigentlich immer schon waren. Aber es sind neue Beziehungen, in die wir treten mit den Ländern des Vereinigten Europas. Wir bekommen neue Rechte, die wir bisher nicht hatten. Und wir übernehmen gleichzeitig auch Pflichten, die wir bisher noch nicht haben konnten. Gleichzeitig, ob wir das wollen oder nicht, kommen wir jetzt auch in neue Beziehungen mit unseren Nachbarländern, die noch nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, die aber jedoch alle ihren Willen und ihre Absicht bereits erklärt haben, beizutreten. Abgesehen von den täglichen tagespolitischen Spielereien, wenn es um die Fristen und das Tempo des Beitritts geht. Das haben wir in Kroatien erlebt und das wundert mich nicht, obwohl ich glaube, dass keiner irgendeinen Nutzen daraus ziehen kann, wenn man in unserer Nachbarschaft auch über diese derlei Dinge spekuliert. Was viel wichtiger ist, meiner Ansicht nach, ist, dass Kroatien auch nach seinem Beitritt zur Europäischen Union es schafft, die guten Beziehungen zu bewahren und sogar noch weiter auszubauen mit seinen Nachbarländern. Und dass die Europäische Union, die aus vielerlei Gründen bereits an einem gewissen Erweiterungsüberdruss leidet, dass am Ende eines mehr als 10-jährigen Prozesses, dass dieser Prozess jetzt nicht aufgehalten werden kann, kurz vor dem Ziel. Mit anderen Worten, die Erweiterung darf nicht mit der Aufnahme Kroatien enden. Ganz im Gegenteil. Die Europäische Union sollte Kroatien als Beispiel nutzen, um den anderen Ländern Südosteuropas aufzuzeigen, wie man die europäischen Standards und Kriterien erfüllen kann und wie man zunächst einmal den Status eines Kandidaten und letztendlich auch eines EU-Mitglieds erlangt. Wir haben jahrelang, und ich habe das persönlich auch gesagt, immer wieder behauptet, dass es die kroatische Politik ist, dass wir unseren Nachbarn allen helfen auf ihrem Weg in die Europäische Union, genau wie uns auch die Mitgliedstaaten ihrerseits geholfen haben auf unserem Weg. Ich hoffe und ich glaube auch, dass das immer noch die Politik auch der aktuellen Regierung in Kroatien geblieben ist. Außer dass wir uns als Nachbarn bewähren wollen, wollen wir das natürlich auch in eigenem Interesse tun. Es liegt nämlich nicht im Interesse Kroatiens, dass entlang unserer Grenze
Und ich werde jetzt extra einen verhassten Terminus nutzen, dass an unserer Grenze der eiserne Vorhang gewissermaßen fällt zwischen Schengen-Europa und den anderen Ländern der Region. Kroatien hat zwei Interessen, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, aber auch weiterhin seine Beziehungen, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, zu den beitrittswilligen Nachbarländern zu pflegen und auszubauen. Ich glaube, dass versäumt wurde, auch vor unserem Beitritt in die Europäische Union, dass wir einige vorübergehende Übergangsbeziehungen aufbauen untereinander, die für die Europäische Union akzeptabel wären und auch in gewissermaßen institutionalisiert werden. Ich betone gewissermaßen, das heißt in dem Maße, in dem es für uns erforderlich ist, um noch besser untereinander zusammenarbeiten zu können im Interesse aller Seiten. Es liegt nicht im Interesse Kroatiens, nur ein neuer, egal wie kleiner Markt zu werden für die Europäische Union. Wir wollen auch nicht zu einem Reservoir billiger fachlicher Kräfte oder Fachkräfte werden oder ein neuer Arbeitsmarkt für Arbeitslose aus anderen Mitgliedstaaten. Das wird sicherlich auch alles vorkommen, aber all das darf natürlich nicht zur Priorität werden. Unser prioritäres Ziel sollte es sein, dass wir uns weiterentwickeln im Rahmen der Europäischen Union. Wenn in den letzten Jahren die Entwicklung vernachlässigt worden ist, nämlich dass wir uns reindustrialisieren auf neuer Grundlage und damit wir erneut zu einem Exportland werden. In diesem Kontext orientieren wir uns natürlich an der Region und an den Ländern der Dritten Welt und erst danach an den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Derzeit gibt es weniges, was wir diesen Staaten anbieten können, den Ländern der Europäischen Union. Während wir den Ländern in der Region, mit denen wir 7 Jahrzehnte im gleichen Staat zusammengelebt haben, denen sind wir natürlich ein logischer, natürlicher Partner, ebenso wie den Dritte Weltländern, wo man uns noch aus der Zeit Jugoslawiens kennt. Und das liegt in keinerlei Widerspruch zur Mitgliedschaft der Europäischen Union. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass das letztendlich nur etwas sein kann, was die Europäische Union bereichern kann. Wir sind auf die bilaterale Zusammenarbeit mit den Ländern der Region angewiesen in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch, dass wir gemeinsam in Drittmärkten auftreten. Kroatien kann als EU-Mitglied auch als eine Art Mentor auch auftreten gegenüber den anderen Ländern der Region, wenn es um die Erfüllung der Standards und der Regelungen der Europäischen Union geht und um die künftigen Mitgliedstaaten an die Europäische Union heranzuführen. Kurz gesagt, wir fliehen nicht aus der Region, noch sollte irgendjemand sich fürchten vor dem Beitritt Kroatiens zum Vereinten Europa in der Region. Vielmehr, wir werden natürlich für diesen Standpunkt auch ein Verständnis der Europäischen Union voraussetzen, die auch ihrer Aufgabe gerecht werden sollte, die die Gründungsväter seinerzeit der Europäischen Union gestellt haben als große Vision. Und letztendlich muss ich auch Folgendes noch feststellen. Die Hartnäckigkeit, mit der die Europäische Union versucht, lediglich die Symptome der Krise zu beseitigen, von der sie tief erschüttert ist, ohne gewillt bereit zu sein, auch die Ursachen zu erkennen und abzuschaffen, das macht mir große Sorgen. Oder um es anders zu sagen, ich kann kein Befürworter einer solchen Denkweise sein, nach der es nur darum geht, das System um jeden Preis zu bewahren, auch wenn dadurch die Existenz von Tausenden und Abertausenden von Menschen gefährdet ist. Kroatien ist ein kleines Land. Wir werden sicherlich nicht maßgeblich Einfluss nehmen können auf die Entscheidungsfindung in der Europäischen Union. Es würde mich aber freuen, wenn wir ein klein bisschen zum Umdenken beitragen könnten, um aus den festgefahrenen Denkmustern herauszukommen, innerhalb derer es eben keinen Ausweg gibt, auch wenn man das ständig versucht. Eine rigide Sparpolitik ist ein Mühlstein um den Hals der Wirtschaft und auch damit der Entwicklung. Aber der Ausweg liegt ja letztendlich in der Entwicklung, in der Erkenntnis, dass das System ausgedient hat. Ein System, das nicht in Stein gemeißelt ist. Das System,
das über den Menschen gestellt wird. Es geht ja darum, dass der Mensch den ersten Platz einnimmt und nicht das System. Also das System einschließlich des Staats und der Staatenbündnisse wie die Europäische Union sollte dazu da sein, den Menschen und seinen Bedürfnissen zu dienen, nicht die Menschen zu beherrschen. Ich würde mir wünschen, dass Kroatien gemeinsam mit den anderen Ländern der Region dazu beiträgt, damit diese Auffassung auch in der Europäischen Union ihren Niederschlag findet, beziehungsweise in den führenden europäischen Ländern, zu denen sicherlich die Bundesrepublik Deutschland einen besonderen Platz einnimmt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe jetzt das Vergnügen, einen Überraschungsgast anzukündigen, der noch nicht im Programm stand. Ich habe vorhin ja schon ein bisschen aus der Schule geplaudert. Wir haben aus aktuellem Anlass Dr. Norbert Lammert, den Präsidenten des Deutschen Bundestages, gefragt, ob er bereit wäre, kurzfristig heute Abend hier seine Thesen zu erläutern, die er in einem vielbeachteten Interview am Wochenende in der Welt am Sonntag dargelegt hat. Er hat davor gewarnt, den Ehrgeiz der Erweiterung an die Stelle der notwendigen Stabilisierung der Europäischen Union treten zu lassen. Die Europäische Union sei gegenwärtig nicht erweiterungsfähig und Kroatien nicht beitrittsreif. Und da wir uns als Stiftung als ein Ort für eine lebendige, offene und kontroverse Debatte sehen und nicht nur als ein Club von Gleichgesinnten, fanden wir das eine wunderbare Gelegenheit, heute Abend diese Diskussion zumindest im Ansatz auch zu führen zwischen den beteiligten Akteuren. Und ich freue mich sehr, Dr. Lammert, dass Sie spontan zugesagt haben, trotz Ihrer sonstigen Verpflichtungen, die Sie heute Abend noch haben. Herzlich willkommen. Norbert Lammert ist seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestages. Und man kann ohne falsche Schmeichelei sagen, dass er dieses Amt weit über seine protokollarischen Pflichten hinaus ausübt. Man muss nicht immer mit Ihnen übereinstimmen, aber es lohnt sich immer, Ihnen zuzuhören. Und das werden wir jetzt auch sehr interessiert tun. Ich bin mir sicher, dass dann das Podium aufgreifen wird, was Sie sagen, und darauf reagieren wird, sodass es heute Abend auch noch eine Debatte zu Ihren Thesen geben wird. Und im Verlauf der Diskussion wird auch noch der Herr Botschafter der Republik Kroatien in Berlin, Miro Kovac, zu dieser Diskussion Stellung nehmen. Also ich freue mich sehr auf eine lebendige Diskussion und habe die Ehre, Sie ums Wort zu bitten, Herr Lammert. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Mesic, Herr Botschafter, lieber Herr Füchs, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bestätige zunächst gerne, dass es eine spontane, für uns beide zunächst überraschende, aber uns beiden auch sofort einleuchtende, nachträgliche Einladung zur heutigen Veranstaltung für mich am Montagmittag gegeben hat, die ich ohne Zögern und besonders gerne angenommen habe. Denn dies ist in der Tat eine besonders schöne Gelegenheit, miteinander auszutauschen, ob überhaupt und wenn ja, wo es vielleicht unterschiedliche Einschätzungen bei der Beantwortung der Frage gibt, die dieser Tagung zugrunde liegt. Im Übrigen verbindet uns Herr Füchs ja mindestens, ich meine mit uns jetzt die Stiftung auf der einen Seite, die Sie vertreten, und das Parlament, das ich vertrete, dass wir uns jeweils nicht als Reproduktionsstätte für gleiche Meinungen von allen und jedem zu allem und jedem verstehen
sondern als ein Forum offener Aussprache mit dem Ziel einer möglichst zielorientierten und nachhaltigen und zukunftsfesten Entscheidungsfindung. Einsamer Beitrag immerhin von der genau richtigen Stelle, bedanke mich außerordentlich für die liebenswürdige Unterstützung. Wer weiß, vielleicht ist ja auch der einzige Beifall, der heute Abend zu erwarten ist. Dann wäre es besonders schade, wenn es nicht bemerkt worden wäre. Ich bin aber fast sicher, dass es, wenn überhaupt, nur wenige und schon gar keine prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten geben wird, was die Beantwortung der Frage angeht, wie es mit der EU-Erweiterung weitergehen könnte und sollte und welche Rolle in diesem Zusammenhang der Beitritt Kroatiens spielt. Da ich weder eingeladen bin, noch unter Berücksichtigung sonstiger terminlicher Verpflichtung die Möglichkeit habe, jetzt einen weiteren Vortrag zu halten, muss ich mich ein bisschen konzentrieren auf drei oder vier aus meiner Sicht vielleicht wesentliche Bemerkungen, die in diesen Zusammenhang gehören. Und ich fange mit einer eher formalen Bemerkung an. Ich habe zum Thema EU-Erweiterung wie zum Thema Kroatien am vergangenen Wochenende nichts Neues gesagt, was sich in irgendeiner Weise von dem unterscheiden würde, was ich zu dem einen wie dem anderen Thema nicht seit Jahren mehrfach öffentlich und nicht öffentlich vorgetragen habe. Und ich fange mal mit dem Thema EU-Erweiterung an. Ich bin in der Tat der Überzeugung, nicht erst seit wenigen Wochen, sondern seit einigen Jahren, dass der Ehrgeiz der Europäischen Gemeinschaft, neue Aufgaben zu erledigen und neue Mitglieder aufzunehmen, ausgeprägter ist als der Ehrgeiz der gleichen Gemeinschaft, übernommene Aufgaben auch sorgfältig zu erledigen und vereinbarte Pflichten und Regeln auch tatsächlich mit der gebotenen Konsequenz zu praktizieren. Ich kann es auch etwas spitzer formulieren. Die Europäische Gemeinschaft hat sich im Lauf der letzten Jahre eine bemerkenswerte Großzügigkeit antrainiert. Auch und gerade im Umgang mit selbst übernommenen Verpflichtungen. Und ich habe heute Mittag in einem ebenso angenehmen wie die wechselseitige Vermutung bestätigenden Gespräch mit dem kroatischen Botschafter, was unsere Einschätzung dieser Fragen angeht, gesagt, vielleicht sollten wir uns mal daran gewöhnen, nicht nur Fortschrittsberichte von Beitrittskandidaten schreiben zu lassen, sondern Fortschrittsberichte über den inneren Zustand der Europäischen Gemeinschaft. Dann würden wir nämlich, wenn sie mit ähnlicher Akribie und Sorgfalt verfasst würden, wie wir das selbstverständlich mit Blick auf Beitrittskandidaten tun, manche unangenehmen Wahrheiten zutage bringen, mit denen wir uns eher ungern und deshalb auch selten auseinandersetzen. Das ist der, wenn Sie so wollen, prinzipielle Hintergrund meiner allerdings ausgeprägten Skepsis, ob sich die EU völlig unabhängig von dem Thema und schon gar nicht in einem Kausalzusammenhang mit dem Thema Kroatien weitere Erweiterungsrunden erlauben kann. Ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen dringend eine Konsolidierungsphase der Europäischen Gemeinschaft, die der Erledigung nicht hinreichend ernst genommener und deswegen nicht vollständig erledigter Aufgaben dient und der Konsolidierung ihrer inneren Verfassung. Wenn ich jetzt viel mehr Zeit hätte, würde ich das in den großen Zusammenhang der Fragestellung rücken, die uns in den 90er Jahren aus allerdings zwingendem und grandiosem historischen Anlass erreicht hatte, als nämlich zum ersten Mal die Chance bestand, dass Europa nun wirklich in Ost und West zusammenwächst und als es um die berühmte Frage Erweiterung oder Vertiefung ging. Und auch, ich erinnere mich auch an manche gelegentlich auch temperamentvolle Auseinandersetzungen mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der aus zweifellos gut begründeten Argumenten die Wahrnehmung dieser historischen Chance für so überragend richtig und wichtig hielt, dass jedenfalls alle anderen Gesichtspunkte im Vergleich dazu zurückzutreten hatten.
Das war eine zweifellos vertretbare Position und ich will auch nicht behaupten, dass sie sich nachträglich als falsch herausgestellt hat. Aber ich finde, man muss so viel selbstkritisches Beobachtungsvermögen haben, um zu sagen, wir haben jedenfalls in den vergangenen Jahren regelmäßig die Priorität für Erweiterung und gegen Vertiefung gesetzt. Der Ehrgeiz an der einen Stelle ist nachweislich ausgeprägter als an der anderen Stelle. Und diese Gemeinschaft müsste einen Großteil der Probleme, die sie gegenwärtig hat, einschließlich der Finanzprobleme, nicht haben, wenn sie die Regeln ernst genommen hätte, die sie selbst teilweise feierlich vereinbart haben. Diese Gemeinschaft ist einschließlich der Länder, die sich in besonderen Turbulenzen befinden, ja nicht schlicht das hilflose Opfer verselbstständigter Finanzmärkte. Die sind allerdings eine erhebliche zusätzliche Erschwerung bei der Problemlösung. Sondern sie sind auch das Opfer einer zum Teil systematischen Verletzung von Regeln, die man vereinbart, aber nicht eingehalten hat. Und zu einer solchen selbstkritischen Betrachtung gehört, dass die schlechten Beispiele nicht von kleinen Mitgliedsländern gesetzt worden sind, sondern von großen. Ausgerechnet Deutschland und Frankreich haben mit der demonstrativen Großzügigkeit im Umgang mit vereinbarten Regeln begonnen und haben deswegen unter diesem Gesichtspunkt besonders wenig Grund, sich darüber zu beklagen, dass andere Länder sich auf diese Beispiele berufen, wenn sie nun ähnlich großzügig mit eingegangenen Verpflichtungen umgehen. Was das besondere Thema Kroatien angeht, ist mein Verständnis der Situation und der Prozesslage so. Wir haben eine wechselseitige Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Kroatien. Es gibt die Zusicherung der Gemeinschaft gegenüber Kroatien, Mitte nächsten Jahres als 28. Mitgliedsland dieser Gemeinschaft beizutreten. Und es gibt die Zusicherung von Kroatien, bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen zu schaffen, um beitreten zu können. Ich empfehle, beide Zusagen so ernst zu nehmen, wie sie hoffentlich gemeint waren. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, etwa aus deutscher Sicht oder aus der Sicht der Gemeinschaft, andere Termine vorzuschlagen. Aber es darf auch keinen Zweifel daran geben, dass der Termin nicht die unabhängige Variable ist und wir dann anschließend gucken, ob die Voraussetzungen auch gegeben sind. Sondern die wechselseitige Vereinbarung lautet, bis Mitte nächsten Jahres schaffen wir die Voraussetzungen, die den Beitritt zu diesem Termin ermöglichen. Ich höre von Leuten, die sich in Kroatien jedenfalls besser auskennen als ich, dass sie das für eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe halten. So ähnlich habe ich auch den Fortschrittsbericht der Gemeinschaft gelesen. Die Punkte, die hier aufgeführt werden, sind ja nicht banal. Und es gibt, wiederum jedenfalls nach meiner Lesart, die frohe Botschaft, dass hier ein beachtlicher Teil von zu lösenden Aufgaben im Verhältnis zur Vergangenheit bereits erledigt sind. Klammer auf, ich habe auch den begründeten Eindruck, das unterscheidet sich eher vorteilhaft von dem vergleichbaren Zustand anderer Beitrittsländer zu einem vergleichbaren Zeitpunkt, wobei mir die Länder jetzt im Augenblick entfallen sind, aber habe eine schwache Erinnerung. Aber die Punkte, die in dem Bericht aufgelistet sind, sind, auch wenn sie zahlenmäßig sich in einer tatsächlich überschaubaren Größenordnung verhalten, qualitativ von Bedeutung. Sie sind nicht banal. Und sie sind ganz sicher auch nicht geeignet, in der Kategorie, das findet sich dann gewiss von selbst, behandelt zu werden. Und ich finde außerordentlich ermutigend, dass ich auch von allen Stellungnahmen, die ich jedenfalls bislang von kroatischer Seite gelesen oder gehört habe, keinen gegenteiligen Eindruck gewonnen habe. Das ist so ernst zu nehmen, wie es gemeint ist. Und es besteht ganz offenkundig jedenfalls eine begründete Aussicht, dass dies auch bewältigt werden kann.
Ich bin nicht ganz sicher, Herr Präsident, ob wir bei meinem damaligen Besuch in Kroatien noch zu Ihrer Amtszeit schon über die Erfahrungen gesprochen haben, die deutsche Parlamentarier im Zusammenhang mit Ratifizierungsprozessen von anderen Beitrittskandidaten gemacht haben. Aber ich weiß verlässlich, dass ich mit vielen kroatischen Parlamentariern, einschließlich Parlamentspräsidenten, mehrfach über genau diese Erfahrungen in genau der unmissverständlichen Weise gesprochen habe, die ich jetzt auch wieder vortrage. Nämlich, dass wir nach den einschlägigen und auch exemplarischen Erfahrungen, die wir mit den letzten beiden Mitgliedsländern gemacht haben, sicher diesen Fehler nicht wiederholen werden. Am Ende eines Prozesses die wechselseitige Erklärung guter Absichten an die Stelle des Nachweises der notwendigen Voraussetzungen zu setzen. Das haben wir in beiden Fällen versucht und das Ergebnis ist einschlägig. Es sind natürlich die bis zum Beitritt nicht geschaffenen Voraussetzungen nicht unverzüglich anschließend nachgeliefert worden, sondern mit dem vollzogenen Beitritt war für die Gemeinschaft der letzte Hebel aus der Hand gegeben, darauf wirkungsvoll Einfluss nehmen zu können. Und für die innenpolitischen Kräfte, die aus welchen Gründen auch immer zur Realisierung dieser Veränderung bis dahin nicht in der Lage waren, war das letzte Motiv entfallen, sich nun auf diese Veränderungen zu verständigen, auf die man sich bis zum Beitritt auch nicht verständigen konnte. Und deswegen, um das nochmal gewissermaßen in eine Reihe zu bringen, ich hoffe sehr, wünsche mir das, nicht nur Kroatien, sondern auch der Gemeinschaft, dass wir im Rahmen des ins Auge gefassten Zeitplanes das realisieren können, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben. Unser Ratifizierungsverfahren im Bundestag ist auch so angelegt, dass wir das sicherstellen können. Wir werden mit anderen Worten unter weiterer Begleitung der Veränderungen in Kroatien und unter sorgfältiger Auswertung nicht nur dieses, sondern auch des nächsten, ja bereits vereinbarten Fortschrittsberichts der Europäischen Gemeinschaft im Frühjahr nächsten Jahres diesen Ratifizierungsprozess zu Ende führen, wenn denn nach Darstellung der erreichten Ergebnisse uns dieses Ergebnis erreicht scheint. Es wird von deutscher Seite, schon gar von parlamentarischer Seite, da sicher keine Verzögerungen geben, schon gar keine, die sich nicht aus der Sache zwingend ergeben würden. Und danach bin ich allerdings der Meinung, dass wir besonders vorsichtig mit der Ankündigung weiterer unmittelbar bevorstehender Beitritte sein sollten. Also um das in die Richtung einer möglichen Beantwortung dieser Frage zu rücken. Natürlich ist Kroatien weder ein Zwischenhalt noch die Endstation der EU-Erweiterung. Der europäische Integrationsprozess wird nicht nur qualitativ weitergehen müssen, sondern er wird auch zur Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten führen. Daran müssen wir ein Interesse haben, glaube ich. Und für eine Reihe von Staaten ist dieses vitale Interesse evident. Aber ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, wenn wir den Ehrgeiz entwickeln, diesen Prozess möglichst schnell zu absolvieren. Sondern wir müssen uns gemeinsam vornehmen, diesen Prozess möglichst solide zu organisieren. Das wäre spitz formuliert neu. Ja, ich meine das so, wie ich sage. Zumal ich, das ist die vielleicht einzige inhaltliche ergänzende Bemerkung, die ich mir erlauben will, für unvermeidlich halte, dass wir mit dem gebotenen Ernst uns innerhalb der Gemeinschaft mit der Schieflage auseinandersetzen, die im Zuge dieses Ehrgeizes in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten offensichtlich eingetreten ist, nämlich einer
auffälligen und tendenziell immer größer gewordenen Schieflage zwischen der ökonomischen Integration und der politischen Integration. Die Bereitschaft der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, ihre Märkte zu integrieren, weil der ökonomische Nutzen auf der Hand lag, war immer flotter und ausgeprägter als die Bereitschaft der gleichen Staaten, auch die politischen Integrationsvoraussetzungen auf gleichem Niveau stattfinden zu lassen, die für das Funktionieren eines solchen großen gemeinsamen Marktes dringend erforderlich sind. Mit dem außerordentlich originellen, aber eben auch außerordentlich ehrgeizigen vorläufigen Höhepunkt, dass sich mal eben mehr als ein Dutzend Staaten entschließen, auf eine eigene Währung zu verzichten, dafür eine gemeinsame Währung einzuführen, aber selbstverständlich keine gemeinsame Regierung, kein gemeinsames Steuersystem, schon gar nicht gemeinsame Haushaltsdisziplin. Ich wäre auf die Idee nicht mal gekommen, Frau Kollegin, einen solchen Kausalzusammenhang herzustellen und registriere insofern mit Verblüffung, dass Sie einen solchen Zusammenhang spontan vermutet haben. Aber das könnt ihr untereinander erklären. Aber dass es unabhängig von dieser von mir jetzt ausdrücklich dementierten Kausalität diese Fehlentwicklung gegeben hat, sollten wir besser nicht bestreiten, weil das Übersehen dieser Fehlentwicklung die Behinderung in der Lösung der Probleme auf Dauer setzt. Und deswegen, da ich die aus den Erfahrungen der Vergangenheit begründete Sorge habe, dass es uns wieder leichter fällt, statt der unangenehmen Aufarbeitung dieser Schieflage, vor der sich viele aus verständlichen Gründen lieber weiter drücken würden, lieber in die nächste Erweiterungsrunde nach Kroatien zu stürzen, ist meine dringende Empfehlung, die umgekehrten Prioritäten zu setzen. Die umgekehrten Prioritäten zu setzen, ohne dass das irgendeine Art von Festlegung von Mindest- oder Höchstjahren einschließen müsste, die bis zur Aufnahme weiterer Mitglieder in jedem Falle dazwischen liegen müssten. Ich fühle mich, um das abzuschließen, sehr gut verstanden in dem Kommentar, den ich in einer ansonsten im Übrigen bemerkenswerten Zusammenstellung von Pressemitteilung aus Brüssel auf meine vermeintliche Position heute Nachmittag in die Hand bekommen habe. Da wird der amtierende kroatische Staatspräsident nach meiner Bemerkung gefragt, mit dem Satz zitiert: "I understand these statements as general skepticism towards enlargement after Croatia's accession, on the one hand, and an encouragement to us to do what we need to do on the other." Genau so war es gemeint. Genau so war es gemeint. Und wenn wir beides ernst nehmen, bin ich nicht nur zuversichtlich, dass wir das gemeinsame Ziel mit dem Beitritt Kroatiens Mitte nächsten Jahres erreichen können, sondern auch, dass wir die Kurve kriegen, was die Neuorientierung einer sich selbst ernstnehmenden Europapolitik unter den gegenwärtigen Mitgliedstaaten betrifft, mit dem Ziel, für die Aufnahme weiterer Mitglieder in überschaubarer Zukunft reif zu sein. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich das heute Abend erläutern durfte. Und ich bitte um Verständnis, dass ich bei der spannenden Auseinandersetzung, was davon fast richtig, ganz richtig oder voll daneben war, nachher im Panel nicht mehr dabei sein kann. Vielen Dank, Herr Lammert. Ich glaube, Sie haben die Erwartungen voll erfüllt. Ich verkneife mir jetzt das Bedürfnis, darauf selbst in der Sache nochmal zu antworten und würde das Podium bitten, seine Plätze einzunehmen und in die Diskussion dann einzusteigen. Die Moderation übernimmt Doris Akrap, Redakteurin bei der Tageszeitung, bei der TAZ. Bitte sehr.